Es ist jetzt einige Tage her, dass ich gekündigt habe und dass ich meine ersten Videos auf Facebook gestellt habe. Und der Tenor war grundsätzlich sehr positiv. Gleichzeitig haben mich viele gefragt, du, aus was für einem Grund machst du so ein riesiges Medienspektakel draus? Warum stellst du Videos auf Facebook und, und? Der Grund ist relativ einfach. Zum einen einmal, ich möchte für mich selbst ein digitales Tagebuch auf meinem Weg der Selbstständigkeit haben. Der zweite Grund ist, damit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die einfach überlegen, sollen sie sich auch selbstständig machen, sehen, wie geht es einem Gründer in den ersten Monaten seiner Selbstständigkeit. Ich werde auf meinem Weg begleitet durch die Leistungen der Wirtschaftskammer, insbesondere durch Gründerservice, durch rechtliche Beratung, durch das Ganze drumherum. Und ich habe mir Folgendes vorgenommen, ich möchte gerne jede dieser einzelnen Leistungen in jedem Fall konsumieren und für mich dann bewerten, wie gut passt es, wie gut profitiere ich als Gründer von diesen Leistungen. Ja, und die Woche geht schon los mit Erstellung eines Businessplans und bin schon riesig gespannt drauf, wie das sein wird.